Moin und hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal, auf dem Kanal der Tammy Maus. Ja, lang habt ihr nichts von mir gehört. Mein letztes Video war, glaube ich, noch ein T-Shirt und jetzt habe ich schon einen dicken Pulli an, denn wir hatten heute Morgen 3 Grad. Ich war heute noch einkaufen, war mit dem Hund los. Man zieht sich dann doch schon etwas anders an als vor 2, 3 Monaten, logischerweise. Ja, bei Facebook habe ich in den letzten Tagen gesehen, dass ein Riesenhype gemacht wird und zwar, wie wird es auch noch ausgesprochen? Oh ja, um die Cinnamon Rolls. So wird es ausgesprochen, habe ich mir sagen lassen. Auf Deutsch gesagt, es sind Zimtschnecken. Zimtschnecken, ja, das sagt mir schon eher was. Ich bin dann ein bisschen auf die Reise gegangen im Internet und habe mir mal so angeguckt, wie denn überhaupt Cinnamon Rolls gemacht werden. Es gibt viel, ich mache jetzt weiter. Es gibt viele verschiedene Rezepte. Hauptsächlich kommen die Cinnamon Rolls aus Amerika. Ja, mit dem, was ich so zu Hause hatte, habe ich jetzt mal folgendes Rezept erstellt und bin mal gespannt, ob das klappt. Die Cinnamon Rolls, die Zimtschnecken, werde ich nachher in eine Auflaufform geben zum Backen. Nach dem Backen bekommen die noch ein Frosting, das heißt ein Topping. Und dazu benötigen wir 80 Gramm Puderzucker. Wenn ihr das also nicht auf Vorrat habt, ich hatte es nämlich nicht mehr, macht ihr, bevor ihr den Teig macht für die Cinnamon Rolls, schon mal 80 Gramm Puderzucker, denn dann ist der Topf noch trocken und es klebt halt nichts an. Puderzucker macht ihr, indem ihr die gewünschte Menge Zucker in den Thermomix gebt und einfach 30 Sekunden Stufe 10, dann ist das Ganze pulverisiert und dann habt ihr Puderzucker. Wie gesagt, aber das brauchen wir erst später fürs Topping. Jetzt legen wir erstmal los und machen den Teig. Und zwar, los geht's mit 20 Gramm Hefe. Dann brauchen wir 250 Gramm Milch. Jawohl. Zucker brauchen wir 60 Gramm. Gramm Butter. Die hatte ich gerade schon abgewogen. So. Damit die Hefe sich schon mal schön entfalten kann, werden wir das Ganze jetzt 3 Minuten erwärmen und zwar auf 37 Grad. Stufe 2. Bis gleich. Das waren die 2 Minuten. Jetzt geben wir dazu einen Teelöffel Salz. So, Pi mal Daumen, jawohl. 2 Eier, ich habe die schon mal vorbereitet. In letzter Zeit hatte ich immer so ein Glück, dass immer ein bisschen Schale mit im Topf gelandet ist. Aber da bin ich jetzt schlauer. Und einmal die Waage gedrückt. Zu guter Letzt kommen noch 500 Gramm Mehl dazu. Wir stellen die Uhr ein. 3 Minuten. Und dann die Teigknetstufe. Und dann geht es nur noch los. Ich sehe gerade, mein Akku ist gleich leer. Ich fülle das jetzt schnell um. Und wenn ihr weg seid, seid ihr weg. Aber wie gesagt, ich fülle das jetzt um. Und dann wird der Teig 2 Stunden lang an einem warmen Ort hingestellt und dann lassen wir ihn dann ruhen und aufgehen. Ja, ein bisschen haben wir noch drin im Topf. Deckel drauf, freischleudern. Einmal kurz auf Stufe 10 und wieder zurück. So, weiter geht's. Schaut mal, was aus dem Teig geworden ist. Hammer, oder? Ja, der stand jetzt schön im Wohnzimmer. Da haben wir den Ofen an und ich glaube, das hat dem Teig gefallen. So, denn, los geht's. Wir mehlen jetzt erstmal ein wenig unsere Arbeitsfläche ein. Jawohl. Und holen dann den Teig raus.
Der muss jetzt auch nicht mehr durchgeknetet werden. So, noch ein bisschen Mehl von oben und dann geht's auch schon los. Erst ein bisschen flach drücken. Und dann nehmen wir den Teigroller zur Hand. Und dann rollen wir uns jetzt ein Rechteck aus. So, denke ich mal, lassen wir es. Könnt ihr das überhaupt sehen? Jo. So, jetzt geht's weiter. Ich habe hier 70, 80 Gramm Butter kurz in der Mikrowelle ein bisschen angewärmt, dass die Butter schön geschmeidig ist und sich gut verstreichen lässt. Außerdem habe ich noch braunen Zucker, 100 Gramm und 2 Esslöffel Zimt in einer kleinen Schüssel vermischt. Und das streuen wir nämlich gleich oben drauf. Moin! Moin! So, das hätten wir. Ich habe die ganze Butter verbraucht. Das waren so 70 Gramm, 70 oder 80 Gramm, keine Ahnung. Bis ihr halt genug habt. So. Jetzt habe ich hier die Mischung mit braunem Zucker, 100 Gramm, ne, 120 sind das sogar, und 2 Esslöffel Zimt habe ich hier in der Schüssel vermischt. Und das wird jetzt habe ich gerade ein Hängerchen und das wird jetzt auf unserem Teig verteilt. Ihr selbst entscheidet, wie süß ihr die Zimtschnecken haben möchtet. Also ich nehme jetzt nicht alles von diesen 120 Gramm, weil das scheint mir doch recht viel zu sein. Aber dafür testen wir das ja auch aus. So, ein Löffelchen noch und dann reicht das. Also ich denke, mit 80 Gramm würden wir auf jeden Fall hinkommen. Wenn nicht sogar 60 oder 70. Aber da es ja ein amerikanisches Rezept ist, Amerika liebt es ja süß. Vielleicht wir ja auch. So, und jetzt geht's ans Aufrollen. Dann schauen wir mal, wie der Teig sich dabei verhält. Also die Arbeitsplatte müsst ihr auf jeden Fall vorher bemehlen, weil der Teig doch noch etwas klebt. Aber wenn man den Anfang erstmal hat, dann geht's. So, das wäre das. Haben wir eine schöne lange Rolle. Jetzt habe ich hier meine Auflaufform, mal sehen, ob die von der Größe her reicht. Die habe ich eingepinselt mit Backtrennmittel. Jetzt nehmen wir uns ein scharfes Messer und schneiden die Rolle in. Wie passen wir da rein? Ich schau mal. In 4 cm dicke Rollen. Ja.
So sehen sie jetzt aus. Die werde ich jetzt nochmal abdecken und nochmal mit ins warme Wohnzimmer nehmen, und zwar für 30 Minuten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Lieben, die 30 Minuten sind rum. Eher gesagt 40 Minuten, denn wir haben unseren Wohnwagen noch schnell fertig gemacht. Der geht jetzt ins Winterquartier und ja, somit sind es 10 Minuten länger geworden. Ein bisschen aufgegangen sind sie noch. Und jetzt gehen sie in den vorgeheizten Backofen, Ober-Unterhitze bei 180 Grad. Und dann stelle ich erstmal so 20 Minuten ein und dann schauen wir mal, wie es wird. In der Zeit machen wir jetzt gleich das Frosting bzw. Topping fertig. Also bleibt bitte dran. So, jetzt bin ich doch mal weg, das Telefon klingelt. So, die Zimtschnecken sind im Backofen. Jetzt machen wir den Guss. Frosting, Topping, auf jeden Fall das, was oben drauf kommt. Und zwar geht es los mit, ich mal einen Spatel. Nehmen wir den. 60 Gramm Butter. Die soll weich sein. Ist sie natürlich nicht. Deckel ist auch weg. Nee, da ist er ja. Und weil die Butter jetzt nicht weich ist, erwärmen wir die jetzt mal kurz. Und zwar eine Minute, 50 Grad, Stufe 1. So, das war das. Jetzt kommt dazu. Waage an. 100 Gramm Frischkäse. Weil es wird ja ein Frischkäse-Topping. 100 Gramm, jawohl. Dann haben wir hier unsere 80 Gramm Puderzucker, die wir am Anfang gemacht haben. Die kommen dazu. Und 2 Teelöffel von dem selbstgemachten Vanillezucker. So, das wird jetzt verrührt. Was habe ich mir hier notiert? Da, da, da. Eine Minute, Stufe 4. So, das war das. Mal sehen, ob das auch funktioniert hat. Weil bis jetzt hat alles ganz gut geklappt, finde ich. Jawohl. So, und dieses Topping wird jetzt gleich über die noch warmen Zimtschnecken gegeben. So sieht's aus. Wir sehen uns gleich wieder. So, das war's. 20 Minuten sind rum, hat genau gepasst von der Backzeit her. Ober-Unterhitze. Müsst ihr selbst schauen, was euer Backofen so bringt. Ihr wisst schon, was ich meine. Aufpasst. So, mit dem Topping. Ich habe das Ganze gerade nochmal umgerührt und habe gedacht, ach Mensch, irgendwie scheint mir das auch ein bisschen wenig. Und Frischkäse hast du noch. Habe ich einfach nochmal 60 Gramm Frischkäse dazugegeben. Das heißt, ich habe jetzt komplett 160 Gramm Frischkäse genommen. So. Ich habe es natürlich auch schon probiert. Es ist richtig lecker. So, und das kommt jetzt einfach so oben drauf. Und wird dann einfach nur so grob verteilt. Also ich stelle mir das richtig lecker vor zusammen. Mit diesem Topping finde ich auch nochmal eine gute Idee. So würde ich sagen, lassen wir es. Natürlich auch einen Geschmackstest machen. Den machen wir jetzt auch. Und zwar schneiden wir uns hier jetzt so eins raus.
Sieht auf jeden Fall schon mal sehr fluffig aus. Es klebt auch nichts an. Das ist auch schon mal sehr schön. Tada! Tada! So Leute, sorry, aber muss sein. Ihr wollt ja auch wissen, wie schmeckt. Sind noch sehr heiß. Mit diesem Topping, muss ich ganz ehrlich sagen, das gibt dem Ganzen nochmal echt den Kick. Dabei ist es so einfach. Butter, Puderzucker und Frischkäse. Der Teig ist auch super fluffig. Und oben natürlich auch noch knusprig. Sehr lecker. Mein Mann kommt gleich wieder. Das hoffe ich zumindest. Da gibt es leckere Tasse aus Friesentee mit selbstgemachten Zimtschnecken beziehungsweise, wie heißen sie noch? Cinnamon Rolls. Genau sowas. Wie gesagt, ich hatte mir die Rezepte so ein bisschen zusammengewürfelt. Von jedem so ein bisschen. Da gefiel mir dies besser, da gefiel mir das besser. Von der Süße her, ja, muss jeder selbst entscheiden. Sie sind natürlich sehr süß, aber wir mögen das so. Also ich würde es auf jeden Fall so lassen. Entscheidet einfach selbst, wie ihr das am liebsten mit der Süße handhaben wollt. Meine Brille rutscht, mir ist warm. Ja, ich glaube, das wär's. Bevor ich es vergesse, möchte ich gerne nochmal mein Kochbuch in die Kamera halten. Das ist im April rausgekommen in Zusammenarbeit mit dem Lempertz Verlag. Falls ihr es noch nicht habt und euch sagt, Mensch, die Rezepte der Thermimaus würde ich gerne mal nachmachen, dann könnt ihr das direkt über den Lempertz Verlag bestellen, über Amazon, über eBay oder gleich im Buchladen um die Ecke. Kostet 10 Euro, sind 40 Rezepte drin und ja, ganz einfache, aber super leckere Sachen. Da das Buch gut läuft, damit hätte ich gar nicht gerechnet, hat der Verlag mich angerufen und gesagt, Mensch, Thermimaus, wollen wir nicht ein zweites machen? Ja, jetzt machen wir sogar ein zweites. Und dieses Rezept, denke ich, werde ich auf jeden Fall mit reinnehmen, weil es ist echt lecker. So ihr Lieben, das war's. Halt, stopp! Heute habe ich noch mit der Carmen geschrieben. Und die Carmen hat zwei ganz süße Kinder. Einmal der Tim und einmal die Lara. Liebe Grüße euch beiden von der Thermimaus. Ich würde mich freuen, wenn wir uns mal wiedersehen. Ich hoffe, euch geht es gut. Und ja, wenn ihr dieses Video schaut, habt ihr meine Grüße bekommen. Also, ganz liebe Grüße aus Ostfriesland von der Thermimaus. So ihr Lieben, das war's. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Daumen hoch wäre wie immer natürlich gut. Das war mal wieder das erste Video nach 2,5 Monaten, glaube ich, wieder. Mit ein bisschen Geruckel drin, aber es gehört halt dazu, oder? Bis zum nächsten Mal. Habe ich alles gesagt? Ich glaube schon. Cut!